Ein weiser Mann sagte vor langer Zeit, ich weiß nicht, ob es Konfuzius war, Buddha oder jemand anderes, zeig einem Aktionär eine günstige Qualitätsaktie und du hilfst ihm bei der Suche nach einer Position. Zeig einem Aktionär, wie er den Aktienfinder bedient und du hilfst ihm für sein ganzes Depot. Herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde, bei der Suche nach den günstigsten Qualitätsaktien der Welt. Ja, wenn das mal kein Clickbait-Titel par excellence ist, aber ich will versuchen, ihm gerecht zu werden. Hier geht's aber getreu nach dem Motto, der Weg ist das Ziel, um die Suche und wie du das findest und es um möglichst selbstständig eben dein Depot mit langfristig erfolgversprechenden Investments zu bestücken. Aber damit was Greifbares auch übrig bleibt, zeige ich dir drei Titel am Ende, die dann tatsächlich Qualitätsaktien sind, die günstig bewertet sind, beziehungsweise scheinen, keine Kaufempfehlung hier an der Stelle. Mein Name ist Thorsten Tiet und ich bin der Betreiber der Seite Aktienfinder.net und ich werfe auch gleich mal hier die Monstermaschine an. Ja, günstigste Qualitätsaktien der Welt. Ich möchte das mal zerlegen und dann nähern wir uns mal Schritt für Schritt den Ganzen an. Also günstig geht um günstig, Qualitätsaktien und Welt. Wenn Aktionäre günstige Aktien suchen, welche Kennzahl fällt uns denn da so ganz spontan ein? Hat drei Buchstaben. Ja, richtig, das KGV. Wir haben das KGV auch im Aktienfinder, also jetzt hier im Screener-Bereich. Es ist relativ neu für Branchenvergleiche beispielsweise reingenommen. Da kann man aber auch jetzt schön sehen, was passiert, wenn Aktionäre nach dem KGV günstige Aktien suchen. Und jetzt möchte ich mal ein Beispiel jetzt von deutschen Aktien machen, habe ich mir mal überlegt zuerst, bevor wir dann auch das Ganze auf die komplette Welt ausdehnen oder fast auf die komplette Welt. So, das sortieren wir jetzt einfach mal nach den günstigsten Anführungszeichen Aktien. Das sehen wir am Anfang mal, dass wir hier überhaupt keine Zahlen haben, weil diese Unternehmen Verluste geschrieben haben. Dann berechnen wir kein KGV. Steht auch hier im Tooltip, aber wenn wir ein bisschen weiter runter scrollen, dann fängt es an. Mit einstelligen KGVs und die ersten drei Aktien, die wir hier haben, sind alles Autobauer. BMW, Volkswagen, Daimler ist ja interessant. Die haben KGVs hier beispielsweise nur von 5 BMW. Das heißt, im Prinzip kaufst du die Aktie und nach 5 Jahren, so die Erwartungshaltung, hat das Unternehmen auf die Aktie bezogen deinen Kaufpreis als Gewinn erwirtschaftet. Meistens haben oder oft haben diese Aktien eine relativ hohe Dividendenrendite. Bei den Autobauern wird es wohl auch so ähnlich sein. Na, geht nicht mal so hoch, zwischen 2 und 2,3%. Was ist aber wichtig ist im Prinzip, wenn wir Qualitätsaktien suchen, dann wollen wir uns ja die ins Depot legen für eine lange Zeit. Und das ist dann die Frage, ob diese Aktien dafür geeignet sind. Und ich würde eher mal sagen, weniger als. Das scrolle ich doch nochmal woanders hin, um das zu zeigen. Nämlich, wir haben ja hier Kennzahlen bezüglich der Stabilität des Gewinns. Minus 1 bis plus 1. Plus 1, wir haben lineal gezogen, geht es nach oben. Solche Aktien sind prinzipiell gute Investments, auch wenn jetzt noch nicht gesagt ist, wie steil es nach oben geht, also wie dynamisch das Gewinnwachstum verläuft. Die Richtung würde aber schon mal stimmen. Hier siehst du allerdings, dass die Aktien, die wir uns hier gerade anschauen, keine besonders gute Gewinnstabilität haben. Bei plus 0,8, das ist super für mich die Schwelle, das sage ich so, das ist schon Qualitätsaktie oder höher. Und du siehst, dass hier sogar negativ, das sind auch die Aktien, die gerade die Verluste schreiben derzeit, viel negativ. Dann haben wir hier schon die KGVs mit den Autobauern, jetzt noch weiter, die KGVs werden so langsam höher. Hier mal gute Gewinnstabilität, aber so in Summe siehst du, dass es doch recht dürftig ist, was die Gewinnstabilität angeht. Ähnlich sieht es auch bei der Stabilität vom operativen Cashflow aus. Bei Umsatz ist es ein bisschen besser, aber in Summe doch recht mager. Es übersetzt sich dann auch oft, im Regelfall jedenfalls, hier auf dürftige Kursentwicklung. Wir wollen ja, wenn wir eine Aktie ins Depot legen, dann nach 5 oder 10 Jahren von steigenden Kursen profitieren. Ja? Und hier siehst du dann noch relativ viel Rot hier. Das heißt, da mit den Kursgewinnen hat es dann nicht immer geklappt und auch wenig Kursverdoppler, hier auf 5 Jahre überhaupt keinen. Es gibt immer Ausnahmen. Ja? Also hier zum Beispiel haben wir einen Tenbagger auf 10 Jahre, die MBB SE. Aber so im Großen und Ganzen siehst du, dass es dann noch eher
dürftig ist, was so die Performance angeht, auch langfristig. Das ist halt der Preis, wenn man hingeht und Unternehmen erwirbt, sich ins Depot holt, den niedrigen KGV. Es hat schon seinen Grund, warum die KGVs niedrig sind. Im Regelfall handelt es sich um Zykliker mit einer unzuverlässigen Gewinnentwicklung. Es gibt noch einen anderen Fallstrick bezüglich des KGVs. Wenn wir uns beispielsweise hier mal Lanxess angucken und kommt sofort nach den Autobauern, dann hat Lanxess hier ein KGV von 6, also auch sehr günstig bewertet. Das KGV wird ja hier bei Finanzen.net zum Beispiel angezeigt, hier für das Geschäftsjahr 2020, 6,14. Wir zeigen im Aktienfinder immer den aktuellsten Ist-Stand an, also wir beschränken uns nicht auf Geschäftsjahre. Wir haben jetzt den August, da ist auch das Geschäftsjahr des ersten Quartals für Lanxess schon bekannt gegeben worden. Das heißt, wir sind schon ein bisschen weiter als Finanzen.net, haben dann auch ein bisschen anderes KGV von 6,0 ausgerechnet, aber im Pi mal Daumen macht es hier an der Stelle keinen großen Unterschied. Und du siehst auch hier, wir müssen näher reinzoomen. Was ich dir jetzt eigentlich zeigen möchte, ist, dass der Gewinn richtig gesprungen, ja förmlich explodiert ist. Der war im Geschäftsjahr 2090 bei Lanxess noch bei 2,32, ist jetzt explodiert auf über 10 Euro und soll aber im Jahr 2021 dann wieder sinken auf 3,14. Das heißt, dieses KGV von 6 ist überhaupt nicht repräsentativ für das Unternehmen bzw. für die Aktie. Es ist viel zu niedrig. Das heißt, hier hast du dann wieder ein deutlich niedrigeres KGV, beziehungsweise, Entschuldigung, ein deutlich höheres KGV, weil dieses KGV von 6 bzw. der Gewinn nicht repräsentativ ist. Sieht man auch hier, also Nettomarge springt über die operative Marge rüber. Das heißt, da muss irgendwas Außergewöhnliches passiert sein, hier in dem Geschäftsjahr 2020. Schauen wir mal in den Unternehmensbericht rein von Lanxess, was da passiert ist. Und dann haben wir hier 10.22, das Geschäftsbericht fürs Jahr 2020. Ergebnis die Aktie, also der bilanzierte Gewinn die Aktie 10.22. Und dann haben wir hier, aber das Ergebnis die Aktie, vor Sondereinflüssen, beispielsweise hier Verkauf eines 40-prozentigen Anteils an einer GmbH, nur noch 3,50. Also das heißt, das offizielle bilanzierte Ergebnis ist zwar 10,22, aber eigentlich ist es verzerrt. Und wenn man diese Verzerrungen rausrechnet, dann würde man bei 3,50 landen und das KGV wäre entsprechend ungefähr dreimal höher, Pi mal Daumen. Und wenn man sich jetzt darauf verlässt, dann denkt man eben, man hätte jetzt hier eine Aktie mit einem KGV von 6 und die wäre günstig. In Wirklichkeit ist es ein verzerrtes KGV und das KGV ist sehr viel höher. Und das sehen wir hier in der nächsten Spalte. Das KGV liegt nämlich tatsächlich bei 20,8 und nicht bei 6, so dass es also eine krasse Diskrepanz ist. Und wenn wir hier beim Aktienfinder in das Bewertungstab reingehen, und dann mache ich mal hier den Kurs und alles raus, was wir nicht wollen, dann sehen wir sogar den bereinigten Gewinn. Dann haben wir hier die 10,22. Von hier, das sind die 10,22 und diese 3,50, die nirgends ausgewiesen werden auf anderen Seiten, die haben wir auch im Aktienfinder, nämlich das ist genau das hier und das ist der Bereich der Gewinne, das sind die 3,50 und darauf zeigen wir dann auch das bereinigte KGV an von 20,8 bzw. diese 20,8, nochmal eine Verbesserung, die bezieht sich nicht auf das Geschäftsjahr 2020, sondern auf den letzten Stand, das ist der Stand vom 31.03.2021, da sind es dann 2,97 und das heißt also, die Aktie ist gar nicht so günstig, wie es scheint, sondern deutlich teurer bewertet. Das ist ein zweiter Fallstrick und dieser Fallstrick, der ist gar kein so ungewöhnlicher Sonderfall. Wenn wir mal kurz den Filter rausmachen, da erwischt es nämlich auch Aktien, die du garantiert kennst, also wenn wir zum Beispiel uns mal Berkshire angucken, nehmen wir mal die B-Aktie, die man sich noch halbwegs leisten kann, dann siehst du auch hier, dass wir einen bilanzierten Gewinn haben, der hier wild durch die Gegend springt, der liegt jetzt auf die letzten vier Quartale bezogen bei 45,42 US-Dollar. Und entsprechend ist das KGV von Berkshire, liegt es bei 6,4, ja fast geschenkt, eine Buffett-Qualitätsaktie mit einem KGV von 6,4, fast geschenkt. Wenn du hier aufs andere KGV guckst, auf den bereinigten Gewinn, dann liegt es aber bei 28 fast. Also was für ein Unterschied, über dem Vierfachen.
Du siehst auch, der bereinigte Gewinn ist sehr viel niedriger. Hat damit zu tun, dass Berkshire, die müssen die Gewinne eines Quartals aus ihren Aktieninvestments, die fließen dann immer in den bilanzierten Gewinn ein. Das heißt, wenn die Märkte gestiegen sind, dann machen die sehr viel Gewinn. Wenn die Märkte gefallen sind und Apple und Co. An Kursen verloren hat, dann müssen sie Verluste ausweisen. Das hat Warren Buffett auch stark kritisiert, kann ich mich daran erinnern. Und er hat im Prinzip gesagt, also den bilanzierten Gewinn kann man jetzt vergessen. Das war früher nicht so, aber es gab eine Bilanzierungsänderung und jetzt müssen sie halt so bilanzieren. Das kann man völlig vergessen. Das heißt, die ganzen KGVs, die man auch auf anderen Finanzwebseiten sieht, die machen überhaupt keinen Sinn mehr. Und es gibt auch noch andere Aktien, also Altria fällt mir auch noch ein mit den ganzen Abschreibungen. Johnson & Johnson ist auch noch was. Und das sieht man auch hier zum Beispiel die Abschreibungen auf Juul und eine Cannabis-Firma beispielsweise, die dafür gesorgt hat, auch dass immer noch die Gewinne deutlich niedriger sind. Und dann sieht man als der bereinigte Gewinn, jetzt geht es in die andere Richtung, kann in beide Richtungen gehen. Dann sieht man hier, KGV auf dem bilanzierten Gewinn ist 20 für eine Tabakaktie, die kaum noch wächst, oh, wie teuer, aber auf dem bereinigten Gewinn ist plötzlich nur noch 11. Da muss man halt schon aufpassen, das ist ein anderer Fallstrick. Allgemein würde ich sagen, wenn man günstige Aktien sucht, dann sollte man sich nicht diese Kennzahlen angucken. Wir haben auch noch das KCV basierend auf dem operativen Cashflow. Soll man die nicht isoliert anschauen, weil das sind immer nur Schnappschüsse, Zeitaufnahmen. Wichtig ist es, in Aktien zu investieren. Wie ich schon sagte, dann Gewinne langfristig steigen und dann gucken, dass man in günstig bewertete Qualitätsaktien reinkommt. Und das funktioniert besser über die faire Wertspalten. Die sind dann klar rechts davon. Und das zeige ich dir dann auch gleich, wie das geht. Möchte nur noch mal kurz den Aspekt auf Qualitätsaktien lenken. Und das ist das, wenn wir den Filter wieder einschalten. Und dann kann man hier die Stabilität des Gewinns mit einfließen lassen in die Aktienselektion. Jetzt haben wir hier wieder Deutschland sortiert. Und ich möchte mal hier ein bisschen größer machen. Und jetzt haben wir hier ja die Aktien, die wir kurz besprochen hatten, BMW, die deutschen Autobauer und dann noch andere. Und wenn wir jetzt diesen Qualitätsaspekt einfließen lassen, das können wir mit dem Wachstumsfilter machen und dann sagen, okay, wir filtern jetzt mal auf Aktien aus Deutschland, die eine stabile Gewinnentwicklung haben, und dann fliegen hier schon viele Aktien weg, schwuppdiwupp, und schon sind die ganzen Autobauer weg. Das reicht eigentlich schon aus, nur dieses eine Kriterium gesetzt. Und jetzt fangen wir an mit einem KGV bei 9. Man könnte auch andere Qualitätskriterien jetzt noch zusätzlich einfließen lassen. Aber wir haben jetzt schon die Liste deutlich verkürzt und den Qualitätsaspekt wenigstens ansatzweise berücksichtigt. Man könnte auch noch den Umsatz, den operativen Cashflow, dass sie auch stabil steigen sollen. Und dann könnte man auch noch eine gewisse Dynamik mitgeben über Wachstumsraten, aber das lassen wir jetzt einfach mal weg an der Stelle. Dann würde ich sagen, wir heben mal die Restriktion auf Deutschland an und gucken uns jetzt mal alle Aktien an. Beziehungsweise, was wir noch machen können, ist einfach nur als in Anführungszeichen, ja, Plausibilitätscheck, dass wir jetzt eine bessere Auswahl haben von Aktien als vorher. Wenn man sich jetzt die Kursentwicklung anschaut, diese Aktien, wie weit wir jetzt auch mal sortieren, vielleicht nach der Gewinnstabilität hier. Da sollte man dann auch sehen, dass hier unten dann relativ viel grün wird. Jawohl, auf 5 und auf 10 Jahre. Da sieht man, dass das, Ausnahmen bestätigen die Regel, Fresenius, dass das gute Investments gewesen sind, dass hier Kursverdopplung oder Kursvervielfachung sogar hier unten die Regel war und nicht die Ausnahme. Und es geht ja noch weiter. Ja? Hier haben wir noch ein paar andere Aktien. So, und wir sind immer noch in Deutschland, wohlgemerkt. Und jetzt heben wir mal die Restriktion auf aus Deutschland. Und jetzt gucken wir uns das Ganze weltweit an. Und jetzt sind wir immer noch beim Titel. Wir hangeln uns ja durch günstigste Qualitätsaktien der Welt. Und jetzt sind wir bei der Welt angelangt. Und da können wir ja dann auch mal zum Beispiel, ich sagte, dass diese Fair-Wertspalten besser geeignet sind als diese KGV-Spalten. Diese Spalten sind gut für Branchenvergleiche beispielsweise. Das möchte ich jetzt in diesem Video jetzt nicht zeigen, das würde zu weit führen. Gehen wir mal einfach hier auf den fairen Wert bereinigt. Und der steht nicht immer zur Verfügung, deshalb ist er ab und zu auch leer, aber dann
Wenn wir hier das Ganze mal angucken, dann siehst du schon, dass hier Aktien sind, die teilweise extrem unterbewertet sind. Da muss man dann auch ein bisschen, wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, hier mit einem skeptischen Auge drauf schauen. Also allgemein nie, nie, nie eine Aktie kaufen, nur aufgrund von Kennzahlen. Immer nach unten gehen und sich in einem Qualitätscheck die Aktie angucken und dann auch noch, wenn einem die Bewertung wichtig ist, ins Bewertungstab gehen und dann genau nachvollziehen, wie denn diese Werte zustande kommen. Das kann man ja auch alles anpassen. Oft muss man dann nochmal Hand anlegen und ein bisschen nachkonfigurieren. Was ich jetzt interessant finde, ich habe mir schon angeguckt, das ist, dass wir sehr, sehr viele Aktien aus China haben. Also du siehst hier die ja, also vorgeschlagenen unterbewerteten Qualitätsaktien wohlgemerkt. Da kommt sehr viel aus China. Und das hat da tatsächlich seinen Grund, und das habe ich auch schon vorher gemerkt gehabt, und ich habe mich auch schon viel mit China-Aktien beschäftigt. Und da ist es teilweise natürlich auch viel Tech dabei, aber dann auch viele Dividendenaktien aus China. Aber das kann ich auch mal gerne verlinken. Andere Geschichte. Müssen jetzt aber nicht unbedingt mit China-Aktien weitermachen. Ich habe mir jetzt überlegt, wir können jetzt mal hingehen und ein paar Stockpicks rausholen. Ich hatte ja drei Aktien versprochen gehabt und ich möchte mal jetzt noch ein bisschen weiter filtern. Wir können auch hier nach der Stabilität des operativen Cashflows filtern hier und dann können wir auch noch hingehen und wie habe ich das damals sortiert, mir einmal überlegen. Ich glaube hier tatsächlich, so mal gucken, da habe ich schon eine Aktie, so habe ich nicht sortiert, wahrscheinlich nach dem fairen Wert bereinigter Gewinn, muss ich mal kurz gucken, oder nach dem fairen Wert basierend auf dem bilanzierten Gewinn möglicherweise. Ja, da habe ich sie. Also es gibt unterschiedliche Arten, wie du dann das Ganze sortieren kannst, um dann die Liste abzuarbeiten. Ich bin auch gar nicht so im Detail drauf eingegangen, auf den Filter und auf das Ranking. Das habe ich in anderen Videos gezeigt, wie du da durchgehen kannst. Bei uns liegt jetzt hier momentan der Fokus dann eben relativ schnell auf günstige Qualitätsaktien der Welt. Gut, wir haben jetzt also sortiert nach dem bilanzierten Gewinn, der teilweise mit Vorsicht zu genießen ist. Man könnte auch den bereinigten Gewinn beispielsweise nehmen oder den operativen Cashflow. Und wir haben hier Qualitätsaktien, also Aktien, die sich langfristig auch relativ gut entwickeln. Und wir haben jetzt die günstigsten ganz oben, jedenfalls nach dem bilanzierten Gewinn. Und dann können wir mal hier ein bisschen runtergehen. Und ich habe mir da mal ein paar ausgesucht. Und die Aktien, die ich mir ausgesucht habe, das sind jetzt zwei Aktien dabei, die sind nicht in aller Munde. Von denen die haben die meisten Aktionäre wahrscheinlich noch gar nichts gehört. Eine Aktie, die kennt man schon ein bisschen. Also das hier Biotech, Biotech meine ich, dass die jetzt unterbewertet sein soll. Das ist jetzt eher unwahrscheinlich. Kann ich mal kurz zeigen, wie das draufkommt. Man hat hier kaum eine Historie. Dafür aber eine große Verzerrung. Hier bereinigte Gewinn lag nur bei 8, aber der Aktienkurs war schon relativ hoch. Das wird einfach dann zu, in Durchschnittsberechnung, zu exorbitant hohen durchschnittlichen KGV, weil hier unten sicherlich das KGV falsch war. Wenn man hier einfach mal den Bewertungszeitraum ändert, dann geht es von 500 runter auf 73. Macht einfach keinen Sinn, solche Aktien zu bewerten. Diese Aktien sind auch spekulativ. Wir sind auf der Suche nach Qualitätsaktien tatsächlich. Und dass jetzt diese die Kennzahlen auf eine Qualitätsaktie bei BioNTech hindeuten, hat einfach damit zu tun, dass wir hier kaum Historie haben, aber eine eindeutige Steigerung bezüglich des Gewinns, sowohl bilanziert auch als auch bereinigt, sicherlich auch beim operativen Cashflow hier. Aber das ist jetzt ein Sonderfall. Deshalb muss man das immer schön prüfen, aber es fällt ja schon irgendwie ab. Also mit ein bisschen, mit einem gewissen Auge fällt das schon auf, dass wir relativ wenig Historie haben, dass man hier noch nicht von wirklich langfristigem Gewinnwachstum reden kann. Anders sieht es dann bei den nächsten Aktien hier aus. Und da habe ich mir mal ein paar geholt. Die erste, die ich mal anschauen möchte, ist Sprout Farmers Market aus den USA. Das ist einer der am schnellsten wachsenden Einzelhändler. Das ist so eine bisschen wie Alnatura, so eine Bio-Lebensmittelkette. Und wenn wir uns hier mal die Gewinnentwicklung anschauen, zahlen keine Dividende, aber dann sieht es doch schon ganz erfolgversprechend aus. Also wir haben stabil steigende Umsätze. Wenn es bei den Gewinnen mal ein bisschen nach oben, ein bisschen nach unten geht, da hat es in erster Linie mit den Margen zu tun. Müssen wir noch ein bisschen tiefer einsteigen, woran es liegt.
ob da die Avocados teurer geworden sind und mal günstiger geworden sind oder was das genau zu tun hatte. Jedenfalls, wir sehen ja langfristig steigende Umsätze und auch Gewinne. Wenn wir uns dann mal die Bewertung angucken, weil es geht ja um günstig, dann sehen wir hier und jetzt fangen wir an eben mit der fairen Wertberechnung. Da können wir die drüber legen. Also wir sehen zunächst einmal, dass sich der bilanzierte und der bereinigte Gewinn kaum unterscheiden, was auch schon Qualitätskriterium ist. Also hier gibt es keine großen Abschreibungen beispielsweise. Dann kann man hier die fairen Werte einfach mal drüber legen. Auch auf den operativen Cashflow. Der weicht mal stärker ab, auch hier in der Vergangenheit. Aber hier für die prognostizierte Zukunft, da nähert er sich wieder sehr stark an. Beispielsweise haben wir hier fürs Jahr 2022 in ungefähr 1,5 Jahren knapp, jetzt tue ich mal rein, fast identische Werte. Wir haben hier richtigen Gewinnsprung, einen außerordentlich starken Gewinnsprung und dann normalisiert sich das Ganze wieder und dann sollte laut den Analysten die Gewinne und Cashflows wieder, ich sage jetzt mal, im normalen Rahmen steigen. Wir haben hier dann KGV aktuell von 10 bzw. 11, was ja etwas künstlich verniedrigt wurde, so etwa wie bei Lanxess, nur nicht ganz so extrem, weil es eben zum außergewöhnlichen Gewinnsprung gekommen ist. Ich mache das hier nochmal vielleicht weg, irritiert nur. Und dann haben wir hier eben die Normalisierung. Hier unten siehst du dann, bei welchen KGVs und KCVs wieder aber landen werden in den nächsten Jahren. Und es werden dann KGVs von zwischen 12 und 13, die werden dann noch weiter sinken, bis sie hier hinten dann einstellig werden sollen, weil die Gewinne weiter wachsen. Und interessant ist auch, wenn wir dann nochmal ein bisschen zurückgehen hier, dann siehst du auch, dass in der Vergangenheit, wo das Gewinnwachstum ja auch kaum dynamischer war als hier prognostiziert, die KGVs deutlich höher waren als jetzt dann hier für 2021 prognostiziert bei 12, sind man teilweise doppelt so hoch hier bei 28, dann mal so bei um die 20. Es scheint also tatsächlich so zu sein, dass momentan basierend nicht nur hier aufs Geschäftsjahr 2020 bzw. auf den letzten Stand die Aktie günstiger bewertet zu sein scheint, das ist ja verzerrt, sondern auch hier basierend auf dem Jahr 2021, wo dann die Verzerrung aufgehoben wird mit einem prognostizierten KGV von zwischen 12 und 13. Und wenn wir jetzt eben sagen, okay, das passt so weiter Schnitt, den kann man aber auch noch nach unten korrigieren. Und das werde ich jetzt auch mal machen, weil die hohen KGVs von hier in der Vergangenheit, 2014, 2016, gehen wir hin und nehmen die berechnen die KGV, die durchschnittlichen KGVs nur noch ab 2017. Dann wird sich das hier ändern. Dann siehst du, es ist deutlich nach unten gegangen. Das heißt, auch die fairen Werte, die ich jetzt anzeigen werde, sind nach unten gegangen. Den operativen Cashflow, den kann man jetzt gar nicht mehr nehmen. Der weicht zu weit ab. Aber wir haben ja noch hier den operativen Gewinn. Dann zoomen wir wieder da rein. Noch ein bisschen stärker, noch ein bisschen stärker. Und dann sehen wir, was wir hier für eine erwartete Rendite hätten, wenn denn tatsächlich die Prognosen der Analysten sich bewahrheiten sollten, die Gewinne entsprechend verlaufen und dann auch wieder die durchschnittlichen, die historisch durchschnittlichen Multiples erreicht werden vom Markt, die wir hier jetzt berechnet haben. Und dann wäre das aufs Jahr eine jährliche Renditeerwartung von knapp 20%, jetzt auf 1,5 Jahre bezogen. Kannst dann auch auf 2,5 Jahre bezogen dir anzeigen lassen. Hier, dann wären es noch 16,1%. Und das ist jetzt, wie gesagt, schon nach unten korrigiert, weil wir erst 2017 bis zum aktuellen Zeitpunkt die durchschnittlichen Multiples berechnet haben auf diesem Zeitraum. Man könnte noch ein bisschen nach unten korrigieren, um noch etwas vorsichtiger zu sein, zu sagen, der faire Wert von $35 ist mir zu hoch. Ich würde mal hier bei 31 US-Dollar ansetzen. Da hätten wir immer noch eine jährliche Renditeerwartung hier auf 2,5 Jahre von 10% mit Sprout Pharma Markets. Dann habe ich noch eine Aktie mir ausgesucht. Das ist eine Aktie, die kennt wahrscheinlich jeder. Da muss ich mal ein bisschen scrollen, wo die eigentlich ist. Ich kann aber auch hier suchen. Und es wäre Lockheed Martin, bevor wir dann später wieder zu einer Aktie kommen, die eher unbekannt ist. So, es gibt aber auch also große Player, die günstig bewertet sind. Und das wäre jeder Fall beispielsweise, wenn man sich das Ganze mal anschaut. KGV ist momentan von 14, KCV von 15. Es ist relativ selten, dass die KCVs höher sind als die KGVs. Hier sehe ich auch gar keinen großen Anpassungsbedarf tatsächlich vom Zeitraum, dass man gleich hingehen kann und mal schauen kann,
was für eine Renditeerwartung hätte man denn hier? Kann man auch hier schauen auf die 1,5 Jahre beispielsweise, auch sehr nah beieinander, stimmt etwas niedriger. Dann wäre es eine Renditeerwartung auch sehr von 15%. Auch hier könnte man noch ein bisschen kürzer treten, verzichte ich mal drauf. Dann die nächste Aktie, die ich hatte, das wäre LKQ. Jetzt muss ich mal schauen, wo die ist. Ich sollte die eigentlich hier irgendwo relativ in der Nähe haben, aber ich kann es auch einfach eingeben. LKQ müsste jetzt dann auch zu sehen sein. Hier, und dann kann ich auch zeigen, dass die tatsächlich günstig bewertet ist. Hier. Und das ist auch nochmal was, wo ich darauf hinweisen sollte. Wenn alle drei Spalten hier bezüglich des fairen Gewinns, des fairen Werts, einen negativen Wert ausweisen, der ist dann grün in dem Fall. Negativer Wert heißt immer, die Aktie wird momentan mit einem Abschlag gehandelt auf einen fairen Wert, bilanzierten Gewinn von 18,2%, beim bereinigten Gewinn wären es 15,7%, auf dem Cashflow sogar von 34,7%. Und das sind jetzt alles ja in Anführungszeichen nur Indikatoren. Aber wenn diese Indikatoren alle in dieselbe Richtung zeigen, in die Richtung Unterbewertung, dann verstärken sich diese Indikatoren gegenseitig. Ich hebe nur mal ganz kurz den Filter hier auf, und um einfach das zu zeigen. Und dann sieht man hier, dass es tatsächlich relativ viele Aktien gibt, wo die Indikatoren alle in dieselbe Richtung, in die Richtung der Unterbewertung zeigen. Hier kann man noch weiter pagen, so wie das so heißt, das weiterblättern. Und das hieß, dass es noch bei anderen Qualitätsaktien der Fall ist. Also Qualitätsaktien, ich habe ja hier gefiltert nach Aktien mit stabil steigenden Gewinnen und Cashflows. So, jetzt zurück zu LKQ. So heißt das Ganze, die LKQ Corporation. Und die kennt wahrscheinlich kaum jemand. Ich muss gerade mal überlegen, was LKQ hieß. Q stand für Qualität. Weiß ich nicht mehr so ganz genau. Ich habe die LKQ, das ist die Webseite von denen. Naja, ich wusste mal, egal. Aber was die machen, das weiß ich noch. Die bieten Ersatzteile für Autos an. Und zwar nicht Originalersatzteile von Originalherstellern, sondern die stellen die zum Teil selbst her und zum Teil holen die die aus verschrotteten Autos. Von den Mülldeponien und werden die wieder auf und die haben unser Vertriebsnetzwerk und wie man sieht, läuft das ganz gut. Hier Qualitätsunternehmen, was haben die denn für eine Kennzahl bezüglich der Gewinnsteigerung von 0,95, vom Cashflow 0,88, beim Umsatz 0,97 sogar. Und so sieht das Ganze dann aus. Hier haben wir mal rückläufige Margen, die aber auch wieder steigen sollen. Also die sind jetzt auch schon gestiegen, momentan sind sie da bei 11,3, nahe dem Allzeithoch. Sieht also ganz gut aus soweit und wenn man mal die Bewertung anschaut, sieht man, dass sich das auch übersetzt in langfristig steigende Kurse. Wenn man mal anguckt, was man hier für eine jährliche Rendite hatte mit der Aktie, sind es knapp 20%, ist schon ganz ordentlich. Die Aktie ist sogar auf dem Allzeithoch momentan und trotzdem weisen hier die Indikatoren auf eine Unterbewertung hin, trotz Allzeithoch ist auch schon mal ganz interessant. Wir haben momentan hier KGVs von 16, 15, KCV sogar nur von 10,5. Wir sollen mal gucken, ist vielleicht nicht repräsentativ. Man kann hier auch den operativen Cashflow sich anzeigen lassen. Ja, dann sieht man, dass der richtig angezogen ist. Das heißt, den würde ich dann nicht empfehlen, für die Bewertung zu nehmen, sondern eher hier die fundamentalen Kennzahlen, beziehungsweise Größen, die etwas ruhiger verlaufen, also sprich Gewinn, bilanzierter Gewinn, bereinigter Gewinn, die leicht hier voneinander abweichen in den letzten Jahren. Dann können wir auch nochmal ganz gucken, wir legen das einfach schon mal drüber und dann siehst du hier, dass aufgrund des starken Gewinnanstiegs, der dann aber weitergehen soll, und das ist eben nicht so, wie es bei Lanxess der Fall war, einmal ein außerordentlich starker Gewinn und danach bricht er dann wieder ein, normalisiert sich sozusagen. Hier geht man davon aus, das sind jetzt die Analysten, dass die Gewinne auf dem hohen Niveau weiter steigen sollen. Auch wenn es hier eine Abweichung gibt, dass der bilanzierte Gewinn hier erstmal stagnieren soll. Im Jahr 2023 sollen die sich dann wieder anpassen. Und das führt jetzt dazu, dass tatsächlich, obwohl wir einen Rekordaktienkurs haben, die Aktie günstig erscheint, da ist es aber tatsächlich so, dass es eine große Abweichung hier gibt an der Stelle. Das heißt, wenn man jetzt hier nur gucken würde, bereinigter Gewinn
auf 2022 wäre dann die Aktie 57 Dollar wert. Momentan kostet sie 51 fast. Wäre aufs Jahr eine Renditeerwartung von lediglich in Anführungszeichen 9%. Aber das, was interessant ist, ist halt hier, wenn wir hier hätten wir einen Fernwert von 80, sogar leicht drüber, und zwar bei beiden Größen, auf beide Größen bezogen, was eine jährliche Renditeerwartung von 21% geben würde. Müsste man nur vielleicht noch, bevor man so etwas kauft, mal verifizieren und gucken, was hier die Unterschiede sind, ob man das rauskriegt, warum die Analysten bezüglich des bereinigten Gewinns etwas pessimistischer sind hier fürs Jahr 2022, was da passiert. Allgemein ist es natürlich schön, dass egal, was mit der Elektrifizierung passiert oder wie intelligent die Autos werden, können immer gegen irgendwas fahren oder irgendwie beschädigt werden. Und dann muss man halt doch die Tür oder was auch immer austauschen und davon profitieren halt beispielsweise LKQ. So, das wären jetzt mal drei Aktien gewesen, die ich mal stellvertretend zeigen möchte als Qualitätsaktien. Fundamental einfach nur rausgesucht, ohne zu arg jetzt ins Detail zu gehen, was die einzelnen Unternehmen machen. Sollte beispielhaft sein. Und ich möchte nochmal sagen, zuerst, wenn du langfristiger Investor bist, auf die Qualität einer Aktie gucken. Dabei helfen dir dann eben die Qualitätskennzahlen, die wir hier im Aktienfinder anbieten. Danach kommt der Preis, da nicht aufs KGV, auch nicht unbedingt aufs, weder aufs bilanzierte noch aufs bereinigte KGV in erster Linie gucken, auch wenn das bereinigte KGV, meine ich, den bilanzierten KGV normalerweise überlegen ist, sondern gleich in die fairen Werte reingehen, in diese Kennzahlen, die nämlich kein absoluter Schnappschuss sind, sondern ja auch schon auf Vergangenheitswerten beruhen, wo dann die durchschnittlichen Multiples ausgerechnet werden und dann aber auch nicht ausschließlich hier sich hier oben vergnügen mit den einzelnen Kennzahlen, sondern dann noch tatsächlich hands-on hier ins Detail rein, sich von der Qualität der Aktie überzeugen, sich dann von der Bewertung überzeugen, das entsprechend anpassen nach dem eigenen Gusto und dann denke ich, bist du ganz gut unterwegs dabei und einfach nur Beweis sozusagen, dass das Ganze funktioniert. Hier haben wir das Starterdepot vor über mittlerweile schon 2 Jahren, wie die Zeit vergeht, ins Leben gerufen, 20 Qualitätsaktien rausgesucht. Und Performance kann sich sehen lassen. Wir liegen mit der Dividendenstrategie über dem MSCI World bei deutlich niedrigerem Risiko, sprich niedriger Volatilität, so gemessen. Und da haben wir uns aber nicht in erster Linie auf die Bewertung gestützt, sondern in erster Linie auf die Qualität. Wie ich schon sagte, zuerst die Qualität, dann der Preis. Wir entschärfen das, indem wir hier über Aktiensparpläne investieren. Cost-Average-Effekt sorgt dann dafür, wenn wir stark überteuert kaufen würden, irgendwann gibt es eine Korrektur und dann kaufen wir wieder vergünstigt weiter. Auch eine Alternative oder eine Variante, wie man eben die Preisproblematik entschärfen kann. Gut, das war also das Video, die günstigsten Qualitätsaktien der Welt. Wünsche ich dir viel Spaß bei der Suche nach diesen Aktien und natürlich Erfolg und auf gute Investments. Danke fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.